Tönjes und Tönjes. Zwei Generationen, eine Unternehmerfamilie. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder haust du auf den Tisch und sagst, jetzt ist hier Ruhe und pass auf, jetzt geht's hier lang und nimmst das Ding in die Hand. Oder du springst, das war ja Parterre, war nicht so kompliziert, durch dieses Fenster, fährst nach Hause und fährst nie wieder hin. Ich habe mich für das Erstere entschieden. Seitdem habe ich dann ja 21 Jahre den Vorsitzenden des Aufsichtsrats gemacht. Der Name Tönjes steht in Europa für Erfolg. Ein internationaler Player der Lebensmittelindustrie mit sehr hohen Umsätzen. Dieser Podcast erzählt die bewegende Familien- und Unternehmensgeschichte. Über Tradition, Wandel, Erfolg, Gegenwind und Verantwortung. Folge 5. Schalke 04. In dieser Folge geht es um eine Herzensangelegenheit von Clemens Tönjes. Schalke 04. Warum ihn der Abstieg des Traditionsvereins besonders schmerzt, welche Hintergrundgeschichten er in den 20 Jahren als Aufsichtsratschef erlebt hat und warum er Schalke geführt hat wie ein Unternehmen, hören Sie jetzt. Am Anfang steht eine Bitte im Jahr 1994 auf dem Sterbebett. Kümmere dich um Schalke. Ausgesprochen von Bernd Tönjes, dem älteren Bruder von Clemens Tönjes. Er bittet ihn inständig, sich um diesen ganz besonderen Verein zu kümmern, bei dem er zu diesem Zeitpunkt schon Präsident war. Ich kam eines Samstags zurück von einer Beerdigung im Sauerland. Ich werde das nie vergessen. Und da ging das Telefon und ich hörte meinen Bruder, ich habe die Stimme fast nicht erkannt, und sagte, du musst sofort kommen, es ist was Schlimmes passiert, ich habe einen Pilz auf der Lunge. Dann habe ich gefragt, weil ich das in Kulmbach ja studiert hatte, ist das ein Aspergillus? Ja, so heißt das wohl. Und dann wusste ich, ui. Jetzt wird's ganz gefährlich für meinen Bruder. Ich bin dann nach Münster gefahren und habe mit ihm das letzte Gespräch geführt, bevor er ins künstliche Koma versetzt wurde. Man sagte, der Professor Buchholz damals sagte, nein, wir werden ihn jetzt nochmal operieren. Das nächste Mal haben sie ihn dann aufgeschnitten, haben noch was aus der Lunge rausgeschnitten und haben ihn in ein künstliches Koma verlegt. Und er wollte vorher unbedingt mit mir noch sprechen. Es ging um Dinge der Firma, aber eben was eine Herzensangelegenheit, mich mehr oder weniger noch in die Pflicht zu nehmen, versprich mir, dass du dich, wenn nötig, um Schalke kümmerst. Ich habe Josef Schnusenberg und auch Jürgen gesagt, er soll dich holen, wenn es dort in die falsche Richtung geht oder, wie sagte er, wenn das den Bach runtergeht. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich, verspreche ich dir. So war eigentlich die Verpflichtung. Ob das jetzt ein Sterbebettversprechen ist, das haben die Medien daraus gemacht, das weiß ich nicht, aber es war schon etwas, was ihm sehr am Herzen gelegen hat und was ich ihm dann auch natürlich bestätigt habe. Ohne zu wissen, was da, ob da irgendetwas sich entwickelt oder ob das irgendwie mal eine Rolle spielen wird in meinem Leben. Und umso mehr war es dann, als ein neuer Präsident gewählt wurde. Helmut Kremers wurde Präsident. Udi Assauer kam mit dem Helmut Kremers nicht zurecht. Ich bin heute mit Helmut und Erwin eng befreundet. Größen der guten Vergangenheit von Schalke. So, und Jürgen Möllemann kam und Rudi Assauer dann zu mir und Jupp Schnusenberg, der auch im Willen von Bernd, im Sinne von Bernd weitergemacht hat als Schatzmeister damals, saßen bei mir und haben gesagt, du musst jetzt mitkommen, das geht da drunter und drüber, wir brauchen dich. Und dann habe ich gesagt, habe ich mich erinnert meines Versprechens und bin dann nach Schalke. Das war eine spannende Zeit, denn es war so die Neuorientierung, was machen wir? Und es gibt diese herrliche Erinnerung von mir oder die intensive Erinnerung. Ich habe in einem Flachdachgebäude gesessen. Wir hatten ja keinen VIP-Bereich. Das diente dann nach dem Spiel auch, um dann noch ein Bier zu trinken. Unten fernab des Parkstadions. Und es ging fast jeden Abend hin. Und es gab ein Gezänk zwischen den Präsidenten, dem Vizepräsidenten Rudi Assauer, Schnusenberg auf der einen Seite, Jürgen Müllemann auf der anderen Seite. Er war damals Leiter des Verwaltungsrats. Und es ging immer hin und her. Und ich habe mich überhaupt nicht geäußert. Ich habe mich zurückgehalten und habe mir das angehört. Es ging dann in die zweite Woche und ich habe gesagt, Mensch, ich habe so viel Arbeit und das Unternehmen, darum muss ich mich kümmern. Und jeden Abend um 19 Uhr muss ich oder jeden zweiten Abend muss ich nach Schalke, um dort mir diesen Wahnsinn da anzuhören. Und ich werde das nie vergessen.
Es waren, das Fenster stand auf und ich habe so bei mir gedacht, also nachdem ich gar nichts gesagt hatte und ich merkte auch, wie Josef Schnusenberg immer wieder guckt und will er gar nichts sagen. Und Jürgen guckte immer rüber und sagte, Und es ging mal wieder, waren einige Fachanwälte dann da für Vereinsrecht und was man durfte und nicht durfte. Und irgendwie habe ich dann bei mir gedacht, entweder, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder haust du auf den Tisch und sagst, jetzt ist hier Ruhe und pass auf, jetzt geht's hier lang und nimmst das Ding in die Hand. Oder du springst, das war ja Parterre, war nicht so kompliziert, durch dieses Fenster, fährst nach Hause und fährst nie wieder hin. Ich habe mich für das Erstere entschieden und habe dann irgendwann, bin ja alles andere als laut, ja, zumindest nur sehr selten. Da wurde ich aber laut und habe gesagt, Helmut, hier ist Ende. Dem Vizepräsidenten habe ich gesagt, passen Sie auf, Sie gehen nach Hause, so geht das nicht. Das, was Sie hier wollen, ist nicht in Ordnung. Habe dann mich eingesetzt für eine Neuausrichtung. Ich habe gesagt, wir brauchen eine andere Struktur. Es kann nicht sein, dass die Mitgliederversammlung den Präsidenten direkt wählt. Halte ich für eine schlechte Struktur. Das liegt dann an der Tagesform. Wir brauchen einen Wahlausschuss, wir brauchen einen Aufsichtsrat und dieser Aufsichtsrat wählt den Präsidenten oder den Vorsitzenden beziehungsweise den Vorstand. So wie das im Geschäftsleben auch so ist. So, und das haben wir dann umgesetzt, konsequent. Wir haben die Mustersatzung geschrieben für viele Bundesligisten, die sich dann an uns orientiert haben. So, das war so die erste Phase, Schalke. Ich wurde dann erst kooptiert und dann habe ich mich zur Wahl gestellt und wurde Vorsitzender dieses neuen Aufsichtsrats. So, und hat, wie gesagt, das hat mir 26 Jahre unglaublich viel Spaß gemacht. Hab dann nochmal den Vorsitz abgegeben auf Wunsch von Jürgen Möllemann. Er sagte, Mensch, politisch könnte ich es gut gebrauchen. Du bist zwar der mit den meisten Stimmen, aber lass mich das doch machen. Und ich kann dann sagen, okay, mach du den Vorsitz, ich mach den Stellvertreter. Das haben wir dann gemacht und dann wurde allerdings das nochmal auch auf Bitten des Ehrenrates und des Aufsichtsrats nochmal wieder verändert. Und seitdem habe ich dann ja 21 Jahre den Vorsitzenden des Aufsichtsrats gemacht. 7 Jahre später, im Jahr 2001, kandidiert Clemens Tönnies gegen den ehemaligen Schalke-Boss, den früheren Wirtschaftsminister und Vizekanzler Jürgen W. Möllemann, und setzt sich durch gegen ihn. Jürgen war ja ein brillanter Politiker und auch ein brillanter Mensch, eine unglaubliche Rhetorik. Aber er hatte in der Zusammenarbeit, vielleicht in dem Zusammenspiel mit Rudi, den Aufsichtsrat ein bisschen zu weit außen vor gelassen. Ja, er machte das so, wie er das meinte. Und da gab es einige Kollegen, die sich da nicht mehr mit auseinandersetzen konnten in der Form. Und dann hieß es, Clemens, du musst das wieder machen. Und dann gab es die Wahl, eine Stichwahl, die ich dann gewonnen habe. Ich habe ihn allerdings vorher, das werde ich auch nie vergessen, in einem Vier-Augen-Gespräch gebeten, jetzt nicht auf die Stichwahl ankommen zu lassen, sondern einfach fair zu sagen, pass auf, jo, ich trete zurück oder trete nicht nochmal zur Wahl an. Ich wollte mich mit Jürgen nicht streiten, sondern ich wollte eigentlich eher die Einigkeit. Die Zusammenarbeit hinterher hat sich dann wiederum ergeben, er hat das dann akzeptiert. Gab es dann an dem Abend ein paar unschöne Szenen, aber das haben wir und darüber haben wir uns dann hinterher ausgesprochen und auch auseinandergesetzt und was. Dann ging es in dieser gemeinsamen Sache vorwärts auf Schalke. Jürgen Möllemann war ein besonderer Mensch. Ich habe ihn sehr gemocht, war sehr eigenwillig, klar, hat sich was in den Kopf gesetzt, auch umgesetzt. Ich weiß, die Finanzierung stellte uns vor große Probleme. Er hatte uns vermittelt, dass die Finanzierung kein Problem sei. Das wäre alles schon geklärt. Als wir dann hinterfragt haben, also da hatte er die Finanzierung noch nicht. Also wir waren dann schon angefangen. Wir hatten ja durch den UEFA-Cup-Sieg hatten wir und auch die Teilnahme und Wiederaufstieg und alles, was er kam, Wiederaufstieg. Dann kam Trainerwechsel, Jörg Berger, dann Huub Stevens kam und dann UEFA Cup. Das war eine tolle Sache so und das insgesamt eine super Episode. Entlassung von Jörg Berger. Rudi Assauer rief mich an, es war irgendein Feiertag, weiß nicht mehr genau. Und ich war
Vorsitzender des Aufsichtsrats und zu dieser Zeit. Und er rief mich an und sagte, Clemens, du, in seiner so unnachahmlichen Art, ja mal Clemens, was machst du heute? Ja, wir haben Feiertag. Nee, du musst kommen. Ich sag, was gibt's? Ja, du musst dir die Jörg entlassen. Ja, wie? Ich sag, du bist doch Manager. Ja, nein. Tu mir den Gefallen. Ja, gut, ich bin hingefahren, hab mich mit Jörg getroffen und Jörg und ich waren eng. Ich habe gesagt, Jörg, ich habe hier eine Aufgabe, echt. Ich weiß, dass dir wehtut und er sagte, was hast du? Sollst du mich entlassen? Ja. Ist er zu feige? Nein, sag ich, der ist nicht zu feige, der kann nicht. Ja, aber, Ja, sag ich, guck mal, du hast mit der Mannschaft Trouble und dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Wir entlassen alle aus der Mannschaft oder dich? Ja, sagt er, ich weiß doch, wie das Geschäft funktioniert. Sag, tust mir einen Gefallen, fährst jetzt nicht weg. Ja, sondern wir gehen jetzt in eine PK, in eine Pressekonferenz und werden etwas tun, was es ganz selten ist. Nicht der Beleidigte, der Entlassene fährt weg, sondern wir gehen gemeinsam vor die Presse und sagen, jo, du bleibst Schalke verbunden innerlich und es ist aber zu Ende. Ich habe gesagt, das machen wir. Das haben wir dann auch gemacht, wiederum da unten in diesem Flachdach-Bungalow. 26 Jahre lang ist Schalke, neben dem Unternehmen und der Familie, zentraler Lebensinhalt von Clemens Tönnies. Es gibt kaum einen Verein, der seine Fans so leidenschaftlich bewegt wie Schalke 04. Ja, Schalke wird getragen von einer unglaublichen Sympathie in ganz Deutschland. Es gibt zwischen 6,5 und 7,5 Millionen Fans und Sympathisanten und natürlich von mittlerweile 160.000, nahezu 160.000 Mitgliedern. Das ist eine Woge der Emotionalität. Wenn Sie sehen, als Verantwortlicher werden Sie gefeiert, wenn Sie zwei, dreimal gewonnen haben. Dann geht während der Fahrt die Bustür auf und sagen, Clemens, du bist der Größte, bravo. Und wenn Sie dreimal verlieren, dann kann es sein, dass Sie denselben Bus überholen und die Leute hauen vor und sagen, hau ab, du. Ja, also es ist verrückt, aber derart emotional und auch verständlich emotional, dass man gerade wegen dieser Fans diesen Verein und auch die Aufgabe liebt, total dahin aufgeht, weil man sagt, hey, wir müssen alles dafür einsetzen, dass diese Augen, die so glücklich sind, wenn man gewinnt, wenn wir dieses Lied singen, Königsblauer S04 nach jedem Spiel, und hat gewonnen und hat einen Gegner ordentlich mit einem guten Spiel geschlagen. Wie übrigens auch, wenn man nicht gewonnen hat, aber die Mannschaft gekämpft hat. Das ist auch Schalke. Selbst wenn wir verloren haben und die Mannschaft hat richtig gefeitet, dann gibt es glückliche Augen und sagen, jo, das kann ich nicht akzeptieren. Der Schalker lebt eigentlich mit jeder Situation. Ja, und das ist immer emotional. Das ist was Besonderes. Das 04 im Namen von Schalke geht auf das Gründungsjahr zurück. 1904. Ein wesentlicher Teil der Geschichte ist der Bergbau in der Gegend. Daher gibt es bis heute viele Parallelen und Bezüge. Vor jedem Heimspiel wird das Steigerlied im Stadion gesungen. Und der Spielertunnel ist einem Kohlestollen nachempfunden. Aus Clemens Tönnies Sicht liegen in der Bergbautradition die Wurzeln des Vereins. Harte Arbeit, aufeinander verlassen müssen. Weil sonst ist man verlassen, da unten 1000 Meter unter Tage. Kameradschaft. Dieser unglaubliche Zusammenhalt. Der eine steht für den anderen ein. Das ist Schalke. Und das ist was Besonderes. Wir sind unglaublich oft kritisiert worden wegen des Stollens. Das ist doch Pappmaché, das ist doch was. Ja, das ist nicht mehr authentisch. Ich hab das total verteidigt, weil das ist Schalke. Und jeder, der diesen Stollen nicht versteht, da muss man anraten, es gibt ja heute kein Kohlebergwerk mehr, mal runterzufahren. Da sieht man den im Original. Und was die Menschen dort geleistet haben, das sieht man da auch. Ehrlicher Applaus und echte Anerkennung schlagen Clemens Tönnies in den Anfangsjahren von den Rängen im Stadion entgegen. Besonders dann, wenn vom Bergbau die Rede ist, als Teil der Schalker Gründungsgeschichte.
Ich meine, das sind ja immer besondere Situationen. Sich dort insbesondere mit den Kumpels und dem Bergmannschor dann in die Reihe zu stellen und das Bergmannslied zu singen. Glück auf, der Steiger kommt. Das hat mich tief bewegt. Ich bin in den vielen Jahren nicht so viel auf dem Rasen gewesen. Weil, wissen Sie, es gibt so Situationen, Franz Beckenbauer geht nach dem Sieg der Weltmeisterschaft zum Mittelkreis. Das darf nur einer. Das darf eigentlich nur er. Das hätte ich mich nie getraut. Warum? Weil ich war Funktionär. Ich war nicht derjenige, der die Tore schießt. Das war mir völlig klar. Aber wenn der Verein mich gebraucht hat, in mancher Geste, in mancher Symbolik oder auch Trost auszusprechen. Wie zum Beispiel, als es vor einem wichtigen Spiel durchgesickert ist, unser Rudi Assauer ist verstorben. Da habe ich dem Christian Heidel gesagt, ich sage, Christian, wir waren in der Kabine, habe ich gesagt, los, du musst raus. Nein, kann ich nicht. Du musst das. Ja, wie selbstverständlich. Und das war mir sehr, sehr wichtig, zu sagen, ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber es ereilt uns die traurige Nachricht, unser Rudi ist verstorben. Und dann, ohne ihn wären wir alle nicht hier. Ja, und das war mir ganz, ganz wichtig. Dann bei allen Differenzen, die ich zwischendurch mal mit Rudi hatte, zu sagen, er war ein ganz großer Schalker und er hat dieses moderne Schalke geprägt. Er hat dort wirklich Unglaubliches geleistet und ich finde, daran gehört gerade in so einer Stunde erinnert. Max Tönjes hat bislang den Schilderungen seines Vaters zugehört. Jetzt meldet er sich zu Wort. Unvergessen war natürlich auch die Situation zu dem Abschiedsspiel von Gerald Asamoah und den Terroranschlägen kurz vorher. Gerald hat ein paar Mal bei mir gesessen und sagt, können wir ein Abschiedsspiel machen? Ich sage, natürlich machen wir wirklich ein Abschiedsspiel. Und dann kamen die Terroranschläge in Paris und wir haben gesagt, wir sind uns nicht sicher, ob wir das machen können. Dort sind so viele Menschen gestorben. Und dann hat er mich angerufen und gesagt, wir finden eine Lösung. Eigentlich dürfen wir dieses Spiel nicht machen. Und wir können auch nicht mit einem Feuerwerk darum hantieren. Ich sage, das geht nicht. Und dann kam uns die Idee, weißt du was, weil er wollte einschweben in das Stadion, ja, oben von der Bühne. Und dann haben wir gesagt, weißt du, was wir machen? Du schwebst ein, wir lassen das so, Feuerwerk machen wir nicht. Und dann wickelst du die Trikolore ab. Und das war's. Das war genau das Richtige. Und damit haben wir diese Situation gerettet, für ihn, natürlich für uns alle. Und wir haben in der Symbolik etwas für die Opfer getan. Und es kam sehr, sehr gut an. Also war toll. Und vor allen Dingen, dass wir uns auch von den Terroristen unser Leben letztendlich einschränken lassen. Durch das Engagement seines Vaters hat Max Tönjes natürlich auch viel Zeit im Stadion verbracht und wurde in die Leidenschaft für Schalke hineingeboren. Obwohl das Stadion von Borussia Dortmund räumlich deutlich näher an seinem Heimatort liegt. Wenn man in Reda-Wiedenbrück geboren wird, dann gibt es zwei Alternativen. Die eine ist blau und weiß und die andere Alternative ist entsprechend dann schwarz-gelb. Und tatsächlich in meinem Freundeskreis sind viele Schwarz-Gelbe dabei, aber eben auch genauso viele Blau-Weiße. Und ich habe früh Fußball angefangen zu spielen. Ich habe damals in der Mini-Kicker-Liga, wie das so schön heißt, beim FSC Reda angefangen. Und das war irgendwo in 93, 94, wo dann entsprechend auch für mich die Frage natürlich hochkam, für welchen Verein werde ich irgendwo nachher meine Fahne schwingen. Und da kam natürlich irgendwo der FC Schalke 04 auch durch die Nähe in Frage. Wohl wissend, dass es Alternativen gab. Ich muss sagen, mein Onkel, der früh bei uns gewohnt hat, meine Großmutter ist früh verstorben. Ich habe da eine sehr, sehr enge und intensive Beziehung zu ihm dann auch aufgebaut, weil wir ihn bei uns aufgenommen haben. Und der war oder ist richtiger Schalke-Fan. Also der war auch damals, das ist Daniel,
heute bei uns im Vorstand des Unternehmens, ist dann zu uns gezogen. Und der war auch damals in Meppen und hat alles erlebt, was man irgendwo dann auch in den Jahren in seiner Zeit erleben konnte. Und der hat mich dann auch mitgenommen. Ich war mal 1997 beim, ich glaube es war 97 oder 98, beim 2-2 gegen Borussia Dortmund dabei, wo dann der Jens Lehmann in der 90. Minute das Tor geköpft hat. Und die hatten gar keine Karte. Da bin ich dann unter seinem Mantel ins Stadion gehuscht als kleiner Junge. Übrigens hatten wir danach Weihnachtsfeier und dann sind wir alle aufgeschrieben, komm auf, Jens, sie schießen Tor, schieß ein Tor, eine ganze Truppe, Riesenstimmung. Ja, das war's. Aber du sagst, du bist mit Onkel Daniel ins Stadion. Ich kann mich gut daran erinnern, dass du mir auf den Schoß rumgehüpft bist, als zwei, drei Jahre, ja, auf dieser elenden Tribüne, ja, da war kein Platz da vorne. Es hat Absperrung. Gezogen, es war tatsächlich im Parkstadion natürlich, genau. Da durfte man auch dann als kleines Kind dann ohne Karte auf den Schoß. Nee, absolut. Also das heißt, ich war früh dabei. Ich war dann natürlich, kommt dann irgendwann so eine Phase, dann will man dann in die Kurve rein. Ich bin dann mit dem Zug nach Gelsenkirchen gefahren und tatsächlich, wenn man keinen Führerschein hat, wenn man noch zu jung ist, vielleicht auch mal eine Anregung an die Deutsche Bundesbahn. Also von Reda kommt man extrem schlecht nach Gelsenkirchen. Man muss da zweimal umsteigen. Da kommt man tatsächlich besser auch nach Dortmund. Aber nee, ich war dann in der Kurve bei den Fans. Das war für mich immer ein Riesenerlebnis. Dann auch viele Freunde mitgenommen natürlich. Auch viele Freunde von mir dann infiziert. Ausländische Freunde, ausländische Geschäftspartner in meinem Alter mitgenommen. Also ich habe auch dann einige zu dem Verein auch dran gebracht. Die Fußballstars waren für Max Tönjes große Vorbilder in seiner Jugend. Erstmal muss man natürlich sagen, wenn man diese Nähe zum Verein hat und dann auch für Fußball irgendwo ein Stück weit lebt, dann hat man natürlich auch die Motivation und das Ziel irgendwo, Mensch, das wäre mein Traumberuf, Fußballprofi zu werden, gerade auch aus der Jugend heraus, aus der F-Jugend, E-Jugend, DEC. Also das auf jeden Fall natürlich immer irgendwo auch dann so ein Ansporn gewesen. Ich habe dann auch über Bodo Menze, der ja auch heute da auch noch eine leitende Funktion hat, gerade auch in der Jugendarbeit, dann auch mal so eine Knappenschule besucht, dann aber auch früh gemerkt, dass dann auch irgendwo das Talent gefehlt hat. Also ich habe es dann in der A-Jugend über die Landesliga nicht hinaus geschafft. War das schon gut. Allerdings, irgendwo natürlich merkt man dann auch, dass es da nicht realistisch ist. Und durch die Nähe, auch durch das Alter, was man nachher dann ja auch gekriegt hat, habe ich auch viele Spieler auch kennenlernen dürfen. Bin bis heute mit einigen da auch gut befreundet. Der ein oder andere in der neueren Zeit, weil man natürlich dann auch das entsprechende Alter hat, da auch dann da reinzuwachsen. Und ich muss auch sagen, ich habe die Spieler, anders als man das auch bei vielen sieht, nicht so kennengelernt, als wenn da irgendwie Geld keine Rolle spielt oder dann das Auto total wichtig ist. Natürlich gehört das irgendwo ein Stück weit dann dazu, aber ich habe auch dann, wenn dann die Spieler kennengelernt, die auch dann sehr, 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 sehr vernünftig auch waren. Ich glaube, da tatsächlich der beeindruckendste Spieler, den ich bisher erlebt habe, muss man einfach auch in der näheren Vergangenheit sagen, war Senior Raul. Also das, was er dem Verein gegeben hat, an Aura, an Ausstrahlung, an internationaler Wertschätzung, ich glaube, dass da kriegt heute auch jeder Schalker Gänsehaut, wenn er an die Zeit zurückdenkt, wo er zusammen mit Klaas en Huntelaar unser Sturmduo gebildet hat. Da war einfach jeder stolz darauf, dass so ein Spieler zu uns kommt. Und als das ein Stück weit bekannt wurde und als ich das mitgekriegt habe, dass Raul nach Schalke kommt, dann gab es natürlich das Beispiel von Ruud van Nistelrooy, der dann beim HSV angeheuert hat und irgendwie da nicht so richtig Fuß gefasst hat. Und da dachte auch jeder, okay, jetzt ist bei Schalke auch einer, auch so ein Söldner, der jetzt nochmal sein Fußballrentenalter dann abklingen lassen will, immer noch Champions League spielt, vielleicht dann in der Vorrunde, in der Gruppenphase und dann ja nicht so unbedingt dafür brennt, aber es war halt komplett anders. Das war ein Spieler,
als er zusammen auch dann so ein bisschen die Mentorrolle von Julian Draxler übernommen hat, dann auch Schalke ins DFB-Pokalfinale gebracht hat, damals in München auswärts nach einer Ecke. Und auch das Spiel Inter Mailand gegen Schalke, das waren schon die Höhepunkte der jüngeren Vergangenheit. Und da schwärmt heute noch jeder. Er hat seine Kinder mitgebracht, komplett und nicht im Wochenendbeziehung, sondern komplett nach Düsseldorf. Er hat sich, ich habe das von einem Metzger, den wir dort beliefern, da hat er sich in die Reihe gestellt, hat die Nummer gezogen, wie selbstverständlich gewartet, bis er dran ist und völlig normal. Und das zeichnet einfach gute Typen aus und da ist er einer. Auch in der Unternehmenszentrale in Reda ist die Verbundenheit zu Schalke 04 spürbar und sichtbar. Ein berühmtes Zitat von Clemens Tönnies auf die Frage, was Fußball und Fleisch gemeinsam haben, lautet die ungeheure Kraft. Ja, um sportlich erfolgreich zu sein, muss ich, wenn ich es richtig gut machen will, gibt andere Meinungen, aber na gut, muss ich Fleisch essen, Eiweiß zu mir nehmen, da habe ich meine Kraftreserven, das braucht der Körper, das kann ich aufbauen. So, und deswegen gehört Fleisch und auch Leistungssport einfach zusammen. Ein gutes Steak von einer guten Leistung passt einfach gut zusammen. Tief verbunden mit dem Verein Schalke 04 ist Rudi Assauer. Mr. Schalke wird er genannt. Tönnies und Assauer gehen gemeinsam durch viele Höhen und Tiefen. Clemens Tönnies erinnert sich. Es gibt viele, viele Geschichten. Ich habe ja nun eine lange Lebenszeit mit ihm verbracht. Und ich muss ganz klar sagen, Rudi Assauer war ein unglaublich guter Typ. Charismatisch. Der kam der mit seiner dicken Zigarre dann den blauen Raum. Das nahm ihm auch keiner übel. Der blaue Rauch wurde geboostet und. Er war volkstümlich schlau. Er war sehr schlau. Er wusste, die Leute einzunehmen und hat sich auch an Menschen, absoluter Menschenfänger und hatte Fußballverstand. Die Kombination passte. Er war Mr. Schalke. Umso mehr, muss ich sagen, habe ich selber unglaublich drunter gelitten, dass er dann massiv nachgelassen hat. Und zwar viel eher, als es viele glauben wollten, beziehungsweise vielleicht auch gespürt haben. Ich habe gesagt, das, was er dort macht, kann er nicht mehr. Das war auch der Grund, warum wir dann entschieden haben, wir müssen mit ihm aufhören. So, das hat mir richtig wehgetan. Also es war ganz genau im Gegenteil von dem, was mir manche nachsagen, dass ich den da rausgehauen habe, um da irgendwie selber eine Position zu übernehmen. Das habe ich nicht gemacht. So, Rudi war eine Stimmungskanone, also da mal eben, hört doch mal alle zu und ich habe hier noch einen und. Da hat dann wirklich Spaß daran, auch Leute aufzudrehen. So, unter anderem war das Krakau, in den Kellern von Krakau. Werde ich nie vergessen, es war dort eine polnische Kapelle, die spielte auf und dann war es wie selbstverständlich, da hatte ich schon, da hatte er vorher wieder engagiert, eigentlich immer Sabine Söldner, los, mach mal klar, dass Clemens hier einen trällert, ja, gut, dann ja, und dann ging's los, blau und weiß, wie liebe ich dich, das wurde. Ja, und dann noch meistens noch einen hinterher. Und dann war so ein Zusammenspiel. Sag, Rudi, was ist jetzt? Komm, jo, ein meinst du? Ja, sicher. Einmal den blauen Vogel. Ja, der blaue Vogel. Das war das Lied der Brieftaubenzüchter im gesamten Kohlenpott. Das war seine Hymne. Ich glaube, die hat er noch mehr geliebt wie Blau und Weiß, wie liebe ich dich. Das war sensationell. Dann strahlten seine Augen und dann, wenn ich dann mit eingestimmt habe, dann haben wir uns in den Arm gelegen. Nicht ganz nüchtern, aber unglaublich gut drauf. Zum Aus von Rudi Assauer kam es im Jahr 2006 wegen unterschiedlicher Auffassungen. Der Verein wollte die Machtverhältnisse neu sortieren. Clemens Tönnies hoffte auf einen versöhnlichen Abschied, was aber aus seiner Sicht nicht funktioniert hat. Ich wollte ihn gerne als Ikone auf Schalke belassen. In einer anderen Position, 2006 war es, am Heiligabend, habe ich in der Geschäftsstelle gesessen und habe gesagt, Rudi, wir müssen etwas machen, das geht nicht. Und ich sage, lass uns jetzt jemanden suchen, der macht das Management und du machst Präsident. Und zwar so, das war klar, Handschlag.
Das hat er aber nicht richtig verstanden. Das wollte er nicht. Er wollte seine Macht nicht abgeben. Er hat das vielleicht auch selbst nicht erkannt. Nochmal, ich will dem Rudi Assauer überhaupt nichts Böses, auch sein Andenken. War ein überragender Mensch, der unglaublich, der auch zur richtigen Zeit da war, der unglaublich viel für Schalke getan hat und dem wir auch viel zu verdanken haben. So, und ich hätte ihn gerne, ich habe immer gesagt, ich packe dich aufs Schild und schlepp dich durch, ich trage dich durch Schalke. Ja, weil du bist eigentlich Mr. Schalke. Ja, und dann, das ging nicht, das wollte er nicht, er wollte das, diese Position behalten, die er hatte. Schon stark von seiner Krankheit gezeichnet, besucht Rudi Assauer 2017 ein letztes Mal die Arena auf Schalke. Ich glaube, das war eine seiner letzten Besuche. Ich meine, es wäre 20 Jahre Eurofighter gewesen. Und da kam er. Und natürlich, komm, setz dich. Bettina war mit, seine Tochter, die ihn ja betreut hat. Und ein Hüb und alle. Wir haben uns eigentlich gefreut. Ich kann nicht sagen, ob er uns richtig erkannt hat. Als ich ihn getroffen habe, sagte Clemens, hatte mich ganz kurz, aber es war für mich schmerzhaft, ihn zu sehen, diese Ikone und auch den Zerfall. Was ist diese furchtbare Krankheit, die ihn da ereilt hat? Tja, unser Rudi. Am 6. Februar 2019 stirbt Rudi Assauer. Es gibt eine bewegende Trauerfeier mit Bergmannschor und Deutschlands Fußballprominenz in der St. Urbanus-Kirche in Gelsenkirchen. Bei der anschließenden Trauerfeier im Stadion nimmt Clemens Tönnies das Mikrofon und sagt: Ohne Rudi wären wir alle nicht hier. Ich habe diesen Satz gesagt: Ohne Rudi wären wir nicht hier, weil ich glaube, dass es den FC Schalke 04 ohne Rudi Assauer zu diesem Zeitpunkt, der da die richtigen Entscheidungen getroffen hat, heute nicht mehr geben würde. Zumindest in dieser Struktur nicht. Da hat er viel dran getan. Ich sehe ihn in seiner Wirkung in immer vor mir und sage, Mensch, war auch eine tolle Zeit. In der Schalke-Zeit gibt es viele besondere Momente für Clemens Tönnies. Dazu gehört auch der Sieg im UEFA Cup 1997 gegen Inter Mailand. Beim Rückspiel in Mailand kommt es zum Elfmeterschießen. Nervenkrimi pur. Ich war natürlich mit meiner Frau, die übrigens hochschwanger war, mit unserer Julia. Deswegen vergesse ich diesen Tag natürlich zweimal nicht. Ich habe das erlebt und sie hat immer gesagt, wenn das denn nein, jetzt Elfmeterschießen, ich kriege gleich das Kind. Ja? Das darf nicht wahr sein. Es war Spannung pur. Das Besondere, wir haben den Pokal geholt und von den Offiziellen war keiner mehr da. Die sind alle abgehauen. Wir standen da plötzlich ganz alleine, sind dann da. Ja, was machen wir? Gibt es denn hier? Gratuliert hier niemand? Nein, die Italiener waren beleidigt. Da hatte keiner mit gerechnet. Da waren wir Außenseiter und hatten plötzlich diesen Pokal. Ich kann mich daran erinnern, wir sind da mit dem Bus gefahren, wir waren ja sowas von glücklich und. Da habe ich allerdings, als wir nach Gelsenkirchen kamen, einmal etwas gemacht, daraus habe ich gelernt, ich habe nie wieder einen Triumphzug mitgemacht. Also da durch die Stadt zu fahren und 100.000 waren da, glaube ich, 100.000, die gefeiert haben und noch mehr. Die Stadt war voll und hurra, hurra, ja. Ich kann mich gut erinnern, wir sind dann mit Gerd Rehberg, war ich in zum Cabrio, offenen Cabrio und dann den Pokal. Olaf Thon brachte uns den Pokal. So, los, fahrt noch einmal rum. Und dann waren wir im Parkstadion. Es war Gelsenkirchen und Schalke war aus dem Häuschen. Es war eine wunderbare Atmosphäre. Unglaublich, wie sich alle gefreut haben. Ich habe mir das hinterher nie wieder, ich habe gesagt, hier habe ich eigentlich gar nichts verloren. Also DFB-Pokal und dann durch Gelsenkirchen oder ja, wir haben dann dreimal noch den Pokal geholt. Das habe ich nicht. Ich bin mit dem Mannschaftsbus die letzten zwei Male nach Hause gefahren, leer. Die Mannschaft ist im Regelfall dann geflogen von Berlin aus und bin dann gefahren und habe gesagt, nee, also das ist nichts für mich. Das muss die Mannschaft machen und vor allen Dingen die Protagonisten, die den Erfolg dann an vorderster Stelle geholt haben. Aber es gibt auch Tiefpunkte. Dazu gehört der 19. Mai 2001, der Schalke zum Meister der Herzen macht. In Hamburg liegt Bayern 0:1 zurück,
muss aber mindestens einen Punkt holen, um Meister werden zu können. Das Schalker-Spiel war vorbei. Alle jubeln und feiern bereits. In der 94. Minute fällt beim Bayern-Spiel der Ausgleich. Ich weiß das wie gestern. Also wir haben das letzte Spiel im Parkstadion. Ich war kurz vor dem Spiel noch in der Arena, in der neuen Arena, in der Fellnes-Arena und war stolz. Bah, was ist das für ein Antolz? Übrigens halte ich es für eines der schönsten Stadien, die ich überhaupt kenne. Ich kenne so viele Fußballstadien, aber diese Arena ist was ganz Besonderes. So, wir haben das Spiel und dann sind wir Deutscher Meister. Und ich habe dort gesessen und habe gesagt, nein, jetzt sind wir Deutscher Meister, das gibt's doch gar nicht. Wahnsinn. Und dann Rückkopplung. Hallo. Falsch. Halt, der Stadionsprecher. Halt, nein. Und plötzlich der totale Zusammenbruch. Der totale Weinen. Ich habe da gesessen und gesagt, das darf jetzt nicht wahr sein. Was ist das? Und Rudi hat es dann treffend gesagt. Er glaubt jetzt nicht mehr an den Fußballgott. Das bei dem, was wir uns doch auf die Hörner genommen hatten, das, was wir wollten aus Schalke etwas machen und dann hatten den UEFA-Cup geholt, dann haben wir in diesem Parkstadion gekämpft, wie die Löwen, alle miteinander in eine bessere Zukunft, das neue Stadion. Und dann sind wir 4 Minuten Deutscher Meister und es nimmt uns einer wieder weg. Das habe ich nicht für möglich gehalten. Ich kann mich gut daran erinnern, dass einer nach dem anderen bei mir mir um den Hals gefallen ist, weinend. Benno Weber, Rudi Assauer, Josef Schnusenberg, Huub Stevens. Ich sage, das glaube ich nicht. Claimers, das glaube ich nicht. Ja, und ich hab versucht, sie zu trösten. Ich sage, dann werden wir nächstes Jahr eben Deutscher Meister. Gibt es doch gar nicht. Nein, das darf nicht wahr sein. Und weil das haben wir nicht verstanden. Das fanden wir jetzt nicht in Ordnung. Noch viel schlimmer war dann das, was die Bild-Zeitung hinterher rausgemacht hat. Das fand ich dann furchtbar. Der Meister der Herzen. Nein, das war für mich. Das ist für mich heute ein Titel und eine Bezeichnung, die möchte ich nicht hören. Also. Dann sehen wir die Bilder dort oben auf dem extra neu installierten Würfel oder diese Videoleinwand. Die war ja in der Saison völlig neu. Also das war dann eine neue Erfindung und dann muss man sich das da auf dem Rasen, weil alle natürlich den Rasen gestürmt haben, dann angucken, wie Patrick Anderson nach einem indirekten Freistoß und einer Rückgabe an Matthias Schober, unserem eigenen Eurofighter, Ersatztorhüter von damals, dass der den Ball dann in die Hand nimmt. Das war, also da kann man tatsächlich nicht mal an irgendeinen Fußballgott glauben. Und dass dann Olli Kahn an der Seitenlinie die Fahne in die Hand streckt, dass der Präsident des DFBs, Meyer Vorfelder, bravo und aufspringt, jubelnd. Diese Bilder, die werde ich mein Leben nicht vergessen. Gut, er hat es dann bei der Eröffnung dann zurückgekriegt, der Arena. Auch nochmal eine ganz nette Anekdote, wo du dann einspringen musst. Rudi, das muss ich erzählen. Also, Eröffnungsfeier der Arena. Da sagt er, gleich ist ja hier der Meyer Vorfelder, der ist da ja, hör mal, Clemens, sag ich mal. Der konnte auch nicht Clemens sagen, sondern Clemens. Clemens, geh mal runter, mach das mal. Ich sag, ja los, bring den doch bitte da zum Mittelkreis und dann führst du ihn eben ein und dann, der will ja seine Rede halten. Ich jetzt mit ihm runter. Komme, pur hatte. Wir hatten eine Mittelbühne, ne? Also wir hatten eine Mittelbühne, mitten auf dem Rasen am Mittelkreis. Ich so unten Lein durch, Ritchie, dann, pur. Genau. Und dann kam ich durch so eine Klappe nach oben, eine Treppe mit ihm und dann ging es los. Also das ist kein Vergnügen, dort unten zu sitzen oder zu stehen und 60.684, nämlich alle, pfeifen. Da fliegen einem die Haare hoch oder runter. Das ist ein Druck, ein Schalldruck, der ist unglaublich, unglaublich. Und dann habe ich das Mikrofon in die Hand genommen, ich wollte ihn ja ankündigen und dann haben sie ihn erkannt. Die waren empört, alle miteinander. Dann habe ich gesagt, Schalke, Ruhe. Dann war plötzlich Ruhe. Da sage ich, wir werden doch wohl jetzt so fair sein und dem Präsidenten des Deutschen Fußballbundes. Und dann kam noch eine Verstärkte, da habe ich gesagt, jetzt hat es keinen Sinn mehr. Und dann hat mich ihm das Mikrofon in die Hand gedrückt.
Ja, und dann hat er da irgendetwas gesagt, das hat keiner verstanden, weil das wollte keiner hören. Und er hat nie wieder ein Bein an die Erde gekriegt bei uns. Nachwuchsförderung hat bei Schalke einen hohen Stellenwert. Seit 2011 heißt die Schalker Jugendakademie Knappenschmiede. Ein Leistungsnachwuchszentrum, aus dem Stars wie Neuer, Özil, Draxler und Sané hervorgegangen sind. Wir standen vor einer Entscheidung in den Jahren zwischen 2002 und 2006, 2007. Was machen wir mit unserem Nachwuchszentrum? Weil das frisst nur Geld. Die sportlich Verantwortlichen meinten, wir hören damit auf. Ja, und ich habe gesagt dazu, wir haben ja nicht nur eine Verantwortung für Schalke, sondern auch für das soziale Umfeld. Ich sage, wir werden das verstärken. Ja, wir haben kein Geld. Doch, dafür haben wir. Ich bin nun sehr, sehr eng mit Norbert Elgert. Er sagt ja draußen, wenn es dich nicht gäbe oder gegeben hätte, wäre ich lange weggegangen. Ich habe ihm immer den Rücken gestärkt. Ich habe ihm seine Wünsche erfüllt. Ich hab gesagt, ja, ich brauche da einen Spieler und. Ich habe mit ihm übrigens gekämpft, wenn dann Spieler rausrücken musste. Ich sage, wir brauchen den für die Profis. Hat es oft Situationen gegeben, wo der Manager oder Sportvorstand oder auch der Trainer mich angesprochen hat und gesagt, du musst einmal mit dem Norbert reden. Ich brauche den Spieler dringend. Ja, dann habe ich Norbert angerufen. Was willst du? Ja, Norbert, hör mal. Ja, gut, okay. Aber nur, weil du es bist. Aber der Junge ist noch nicht so weit. Also das hat er eigentlich bei jedem gesagt. Den hätte ich gerne noch ein halbes Jahr gehabt. Er hat viele, viele Talente entdeckt. Er hat nicht nur die Talente entdeckt, sondern sie geprägt. Das ist das Besondere an Norbert. Er ist ein überragender Mensch. Er hat eine besondere Persönlichkeit. Er hat eine Art, den Menschen Lebensstil beizubringen, Ehrgeiz zu fördern, zu fordern, intensiv zu fordern und auch die Gemeinschaft zu bilden. Zu ihm und auch in der Gemeinschaft. Ich habe das oft, ich sehe seinen Vortrag, war oft da, wenn er seine Stiele nimmt. Und dann nimmt er einen Stiel, einen Holzstiel, dann bricht er. Sagt er, guck mal, einen Stiel bricht man. Zwei bricht man. Drei bricht man nicht mehr. Und fünf bricht man erst recht nicht. Ja, das war so, ist ein Teil seiner Elgert-Lehre. Und nochmal, ein wichtiger Faktor des Erfolges und ich bin sehr eng mit ihm befreundet, das sage ich auch. Bin ganz stolz drauf, dass wir eine so, so gute Zeit auf Schalke hatten. Als Clemens Tönnies erfährt, dass Verhandlungen mit dem FC Bayern laufen, greift er zum Hörer. Norbert Elgert. Dann habe ich Norbert angerufen und habe gesagt, Norbert, was ist da? Nix, warum? Ich sage, ich habe gehört, du verhandelst mit Bayern München. Ja, aber das war nur, ich sage, hör zu, wir beide haben die Vereinbarung, wir beide gehen gemeinsam. Ja, nein, habe ich schon wieder abgeblasen. Also so war das Verhältnis zu ihm ganz vertrauensvoll und er wusste, dass Schalke und dass ich ihn auch brauche. Weil das war ein Garant für Nachwuchs und auch für Erfolg. Mirko Slomka ruft mich an und sagt, du, wenn du Zeit hast, komm doch mal einmal zum Trainingsgelände. Der Vater von Mesut, der macht mich wahnsinnig. Wieso? Ja, der mischt sich in mein Training ein. Das halten wir nicht durch. Also sprech doch mal mit ihm. Und dann bin ich zu ihm und ich habe gesagt, Vater, guck mal einmal. Was denn? Ich sage, hör zu, dein Mesut, der hat Talent. Das ist ein guter Junge, aber du behinderst ihn. Der Trainer wird ihn schneiden, wenn du hier den pausenlos das hör mal zu, du trainierst falsch. Du musst das so rum, rechts, um links rum. Dann sagte er, Tönnies, eins sage ich Ihnen, ihr habt doch das Talent gar nicht erkannt. Mein Mesut, der spielt in 3 Jahren bei Real Madrid. Dann habe ich ihm gesagt, sag mal, hast du was genommen oder was? Ey, was ist los? Nein, der Schwerte, und ihr habt alle keine Ahnung, der Trainer nicht, du nicht, und. Dann hat er sich aufgeregt und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich die Achsel hochgenommen. Sag ich, ja gut, wenn es denn so ist, alles in Ordnung. Er ist dann ja weg, ist nach Bremen. In Bremen hat Thomas ihn richtig gut gemacht, da hat er einen guten Schliff gekriegt. Ja, ist ein überragender Trainer, Thomas Schaaf. So, und dann, als er dann bei Real Madrid war, da kam Vater mal irgendwie ein paar Jahre später, dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, ey,
ich muss mich tatsächlich bei dir entschuldigen. Du hast das Auge gehabt. Kompliment. Das hat er also sehr, sehr gesagt, das finde ich jetzt richtig gut. Nicht wenige Topspieler sind irgendwann beim FC Bayern gelandet. So auch Manuel Neuer. Dem Verein gelingt es nicht, den Gelsenkirchener Jung vom Wechsel abzuhalten. Manuel ist ja auch in der Phase von Mirko Slomka ins Tor gekommen. Wir hatten einen Disput zwischen dem damaligen Torwart und dem Abwehrchef Frank Rost und Marcelo Bordon. Die beiden konnten nicht gut miteinander. Mirko hatte den Medien gesagt, es geht jetzt gegen Bayern München das nächste Spiel. Wenn wir das verlieren, dann weiß ich, stehe ich im Sturm oder im Orkan. Und er rief mich an, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mensch, nochmal. Ich war unterwegs, hatte einen schlechten Empfang, bin dann aber angehalten, habe ihn zurückgerufen und gesagt, Mirko, ich sage dir eins, nimm den Frank aus dem Tor. Nimm den Frank aus dem Tor und stell den Manuel rein. Der Manuel, der hat erst ein oder zwei Spiele gemacht. Ich kann doch den nicht gegen Bayern mit. Doch, mach irgendwas ganz Verrücktes. Und ich sage, das wird gut. Das hat er gemacht. Und dann, nach diesem Spiel, das hat er super gehalten. Da war er gesetzt, war Nummer eins. Frank Rost hat sich dann mit seinem Vater bei mir gemeldet. Und was passiert jetzt mit mir? Wochen später habe ich gesagt, lass uns mal treffen, wir sprechen. Natürlich immer in Absprache mit Vorstand und dem Trainer, dass er keine Rolle mehr spielt bei uns auf Schalke. Und dann habe ich dem Vater und dem Frank gesagt, ich sage, Frank, wenn du klug bist, such den anderen Verein, es wird nichts mehr. Ja, und hat er sehr bedauert. Aber er war dann sehr, sehr dankbar, dass ich so offen mit ihm war. Und dann kam der HSV, die suchten einen Torwart. Kam bei mir ein Anruf, hör mal zu, gibt es da irgendwas? Nö, sag ich, du bist ein guter Junge, nimm den. Und dann hat er noch ein paar Jahre in Hamburg gespielt. Eigentlich gibt es in Deutschland nur einen Verein, der die Spieler hält, der erstens mal die Klasse spielt und auch die Gehälter bezahlen kann. Ansonsten zieht es ja viele auch ins Ausland. Das war uns völlig bewusst. Und hier ging es darum, Bayern hatte Interesse an Manuel bekundet. Dann ging es hin und her, was machen wir eigentlich, müssen wir ihn behalten. Dann hatte ich mit ihm gesprochen, weil ich sehr, sehr eng bin mit Manu, damals war und heute auch noch bin. Also Manuel, er hat mir dann anvertraut, dass es zu Bayern gehen soll. Und dann habe ich mich mit Uli Hoeneß getroffen, werde ich nie vergessen, im Käfers, vorm Spiel. Und ich wusste ja genau, was er wollte. Hin und her, haben uns über alles unterhalten, über Fleisch und über Bratwurst und über alles Mögliche. Ich hatte nur gedacht, na, wann sagt er denn nun was? Und kurz vor, so sag ich, jetzt müssen wir los, was machen wir mit Manu? Sag ich, ich kann dir sagen, ich habe mit Horst gesprochen, der will nicht. Ich sag dir eine Summe. Dann sagt er, bist du denn verrückt? Der sagt, hör mal zu, Manu ist wie mein eigener Junge. Ich sag, verkaufst du mir deinen Florian? Ach, hör auf, dann habe ich ihn, los, die Hand hingehalten, los, schlag ein. Okay, mach ich, zurück, dann war es klar. Dann sag ich, pass auf, ich bin nicht der Verhandlungsführer. Ich sage, ich gebe das weiter, das müssen jetzt die Jungs zu Ende machen. Das hat mir sehr wehgetan, aber es war in der Situation für Schalke das Beste. 2009 wäre es beinahe geglückt, den ewigen Aderlass an die Bayern umzudrehen. Auf der Suche nach einem neuen Manager ist ein Geheimtreffen mit Olli Kahn geplant. Oliver Kahn, als natürlich als unglaubliche Größe im deutschen Fußball, im Weltfußball, den Kontakt hat irgendein Vermittler der rief mich an, ob ich Interesse hätte, mich mit Oliver Kahn zu treffen. Der würde sich gerne mal mit mir unterhalten. Dann habe ich mich mit ihm getroffen an irgendeinem Regionalflugplatz in der hintersten Ecke in Bayern. Und es war ein gutes Gespräch, hat mir gut gefallen. Und habe gesagt, ja, er hätte ein Konzept entwickelt. Und ist gut, okay, das müssen wir allerdings dann bitte in Rädern machen. Dann brauchen wir, wenn sie einen Beamer brauchen und so weiter, das können wir gerne bei mir zu Hause machen. Und so kam Oliver Kahn dann nach Räder, hat dann allerdings nicht den Termin 8 Uhr morgens bei mir zum Frühstück wahrgenommen, sondern war abends schon angereist und hatte dann, Sportsmann wie er war,
einen Wald aufgemacht durch die Landesgartenschau. Also da gibt es nur ein paar tausend Leute, die da ständig spazieren gehen. Und ist dann in eine Jugendkneipe in Wiedenbrück, in eine Gaststätte, und hat dann da was getrunken. Ja, wohl hoffend, dass ihn niemand erkennt. Es war also dann Schlagzeile Nummer 1, insbesondere hier im Regionalfunk und so weiter. Da ging es dann: Oliver Kahn in Reda, wer wird Nachfolger von Andi Müller auf Schalke? Wen holt der Tönnies? Ja. Ich habe ihn dann angerufen und gesagt, wenn es denn jetzt in der WDR schon berichtet und es war Radio Gütersloh und alle, dass du hier in Reda bist, ich sage, dann brauchen wir uns bei uns nicht treffen, weil dann stehen die Leute bei mir vorm Tor, das möchte ich nicht. Bleib bitte da in deinem Hotel, ich komme da hin. Und dann haben wir die Rollläden runtergemacht, haben dann, ich habe mir das angesehen, er hatte eine bemerkenswerte Ausarbeitung gemacht, da sah ein Berater dabei. Ja, und wir wurden belagert. Also alles, was Rang und Namen hatte, da standen die Übertragungswagen. Ich habe gedacht, was ist jetzt los? Es gab sogar einen Live-Ticker, jetzt wird das Bier reingebracht. Dann kam irgendein LKW vorgefahren und hat Bierfässer ins Hotel gebracht. Ich erinnere mich sehr gut. Ja, der Live-Ticker, genau. So, also wie sowas eben so abläuft im Fußball. Gut, das hat uns total überrascht. Das sollte ja ein Geheimtreffen werden, aber er hat es, sagen wir mal, vielleicht auch nicht so gesehen, dass man ihn so auch hier in Reda-Wiedenbrück in Ostwestfalen so gut erkennt. Das Fußballgeschäft hat sich in den letzten 10 Jahren stark verändert. Sowohl in der Kommunikation als auch beim wirtschaftlichen Management der Vereine. Hier kommt es häufig zu Konflikten mit den traditionellen Fans. Aus den Vereinsstrukturen sind Unternehmen geworden, Fußballunternehmen, hochprofessionell. Es ging da die letzten 10 Jahre darum, diesen Spagat zu schaffen zwischen der Tradition, auch dem Anspruch der Fans, vieler Fans, nicht aller Fans, der Fans zu sagen, wir sind Schalke, wir sind so, wie wir sind, wir wollen Verein bleiben, wir wollen eben nicht diese Professionalität haben. Es gibt diesen herrlichen Spruch, als wir die Arena eingeweiht haben, nach 2, 3 Jahren wurde ich konfrontiert mit dem Spruch: Kehr du mit deiner, wie nennt das, mit deiner Professionalisierung, Mensch. Du mit deinem scheiß neues Stadion, das Schalke-Stadion. Was war das früher im Parkstadion schön? Alles war kalt, nur der Pilz war warm. Ja? Und wir haben auch gerne in Meppen gespielt. Ja, das ist der Anspruch einiger Tausend. Aber nicht der Anspruch, das habe ich gespürt, der breiten Masse. So, und da war es so, ich habe das kompensiert. Ich habe gesagt, ja, unternehmerisch, ja, Folklore, richtig, Tradition ist richtig, aber wir brauchen Regie, wir brauchen Joe Fix, wir brauchen Vorstand, wir brauchen Sportdirektor, wir brauchen ein breites Team. Und ich habe vieles gemeinsam mit Horst Held, mit dem wir eine sehr, sehr gute Zeit hatten. Mit Horst verbindet mich eine enge Freundschaft nach wie vor. Wir haben eine sehr, sehr gute Zeit und ich habe das ausgeglichen. Ich habe da seine Stärken genutzt, seine Schwächen kompensiert und habe am Tag mindestens 3, 4 Stunden Schalke nebenbei mitgemacht. Horst, was machen wir? Haben wir das? Er war derjenige, der Fußballverstand hatte und ich habe den drumherum gemacht. Peter Peters, die Finanzen, einen Journalisten zum Finanzchef zu machen, ist mir in der damaligen Zeit geglückt. Wir waren da ein gutes Team. Wir haben eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Meine Zeit auf Schalke, die 20 Jahre Vorsitzende des Aufsichtsrats. Jetzt bin ich nicht einer, der sich immer vor die Brust haut, aber wir waren 15 Mal international. Wir haben 3-mal den Pokal Deutschland, den DFB-Pokal geholt. 3-mal Berlin, 3-mal Kudamm, 3-mal Fans, 3-mal Stadion, 3-mal Wahnsinn. Und wir haben 5-mal die Vizemeisterschaft geholt. Wir haben es gut gemacht, wir haben entschuldet. Die Bilanz ist sehr positiv. Was dann kam, die letzten 2 Jahre, Pandemie und alles das, was dann kam, das hat mir fast das Herz zerrissen. Das war, dass ich auch nicht mehr, sagen wir mal, in die Entscheidungen so eingreifen konnte und wie auch immer. Ich habe versucht, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ich habe gesagt, wir müssen das und das machen. Gut. Den Verantwortlichen nach mir ist es um Emanzipation gegangen. Da hat man gesagt, nee, die Zeit mit dem Tönnies, die haken wir jetzt ab. Wir gehen ein Stück weit mehr auf die Tradition ein, die ich übrigens liebe.
Tradition, Folklore, da bin ich einer, der in vorderster Reihe steht. Aber auch das Basisgeschäft, die harten Entscheidungen, auch gegen die Interessen Einzelner im Sinne des Gesamten und des Erfolges. Das hat uns ja ausgezeichnet. Und ja, umso mehr tut es mir leid, dass wir jetzt in der zweiten Liga spielen. Muss aber auch sagen, deswegen ist meine Liebe zu Schalke 04 jetzt nicht erloschen, sondern ich bin da nach wie vor, ich schaue die Spiele, ja, ich ärgere mich, wenn wir eine Führung vergeigen, und umso mehr freue ich mich jetzt über den Sieg gegen Kiel. Und ich freue mich auch darauf, wenn wir jetzt endlich wieder gemeinsam ins Stadion können, auch wenn es in der zweiten Liga ist. Aber ich freue mich darauf. Das waren immer schöne Zeiten, schöne Minuten gemeinsam. So, und ich freue mich auf die hoffentlich mögliche Aufstiegsfeier. Nur auch da müssen jetzt, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass man den erfolgreichen Fußball nicht anders machen kann, wie ich ihn über Jahre dort gelebt habe. Ja, in einer Doppelfunktion, Aufsichtsratsvorsitzender und auch intensiv im Tagesgeschäft, immer wieder und auch ein Stück weit der Souverän zu sein, für die Spieler da zu sein, für die Trainer und auch, das habe ich gerne gemacht. Also mich musste man nicht zu Schalke tragen. Aber wenn dann jemand Sorgen hatte und hat, es gibt diesen Begriff, du musst mal einmal mit ihm um den See gehen. Das heißt also, ich habe mein Haus an einem Baggersee und das ist ziemlich groß in Reda. Ich bin mit vielen richtig berühmten Spielern um den See gegangen, wenn sie Kummer hatten, wenn sie eine schlechte Leistung gebracht haben, wenn der Trainer mir gesagt hat, oder auch der Mannschaftsarzt, war geflügeltes Wort, Clemens, geh mal einmal mit dem um den See. Wenn ich ihnen die Namen sage, die ich nie preisgeben würde, legen sie die Ohren an. Und hinterher habe ich immer versucht, so meinen Rat zu geben. Und ich habe gesehen, wie die Spieler den Rat angenommen haben und wie sie dann rausgekommen sind aus dem einen oder anderen Tag. Viele Vereine in der zweiten Liga bleiben dort stecken, werden im schlimmsten Falle weiter nach unten durchgereicht, wie Kaiserslautern oder 1860 München. Clemens Tönjes schaut für Schalke aber optimistisch in die Zukunft. Ich sehe das Risiko nicht so groß, dass wir, also warum heißt es ja, Schalke läuft Gefahr, durchgereicht zu werden. Ich sehe die Gefahr nicht so groß. Ich sehe die jetzigen Verantwortlichen in der Verantwortung. In der Verantwortung, eben die richtige Entscheidung zu finden, dass das nicht passiert. Die Kraft, die Schalke 04 hat, ist unbändig. So, und da dort glaube ich, dass wir auch die Chance haben, wieder aufzusteigen. Man darf eins nicht vergessen, wir haben die Entschuldung gehabt. Wir haben 2017 schon die Entscheidung getroffen, wenn das Stadion bezahlt ist, werden wir ins Berger Feld investieren. Und es war mein getriebenes Projekt, zu sagen, wir nehmen 40, 50 Millionen in die Hand und bauen ein Top-Leistungszentrum. Nachwuchsleistungszentrum in enger Abstimmung mit Norbert Elgert. Was brauchst du? Christian Heidel gesagt, als er die Knappenschmiede gesehen hat, er hätte nie geglaubt, dass die Knappenschmiede aus drei Doppelgaragen besteht. Überzogen dargestellt. Also ein kleines Funktionsgebäude, was den heutigen Ansprüchen überhaupt nicht mehr entspricht. Und mein Ziel war es, dieses Trainingsgelände zu modernisieren, richtig top aufzumöbeln. Ja, wir haben den Megashop geplant, wir haben ein Portalgebäude geplant, in mehreren Baustufen, damit wir uns finanziell nicht übernehmen. Aber von circa 119, 120 Millionen Verbindlichkeiten, dann auf 165, 170 in die Investitionen hinein, in die Zukunft. Wir haben diese Entscheidung gemeinsam getroffen und waren alle total begeistert. Die Bagger rollten, die Parkhäuser und alles das, was zu diesem Masterplan gehört, ist in der Umsetzung. Es ist jetzt stecken geblieben. Man hat die Baustelle dann abgebrochen. Ich hätte sie durchgezogen. Aber nochmal, ich bin nicht der Entscheider. Ich kritisiere das auch nicht. Das muss dann immer derjenige entscheiden, der dann wirklich diese Entscheidung auch treffen muss. Clemens Tönjes zeigt offen seine große Verbundenheit zu Schalke 04.
Das ist wie ein Virus. Sie werden das nicht wieder los. Das ist etwas Besonderes. Es gibt so unendlich viel gute Momente, die ich erlebt habe. Ja, ich habe auch. Meine Frau sagt, du hast dir doch um Schalke in den 26 Jahren mehr Sorgen gemacht als um dein Unternehmen. Ja, ich hatte schlaflose Nächte. Wir hatten keinen Trainer. Wir hatten keinen Manager. Wir hatten meistens kein Geld. Wir haben aus eigener Kraft ein Stadion gebaut, für mich das schönste der Liga, aus eigener Kraft, ohne Subventionen und ohne Geld, und haben es trotzdem geschafft. Und das ist etwas, wo wir Schalker, da ist die gesamte Schalker Familie eigentlich dabei, stolz drauf sein können. Und ich war ein Teil dessen zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Menschen, Rudi Assauer, Felix Magath, Horst Held, Christian Heidel, mit den richtigen Menschen am richtigen Ort. Auch ein besonderer Moment, der sicherlich unvergessen bleibt, ist der, als wir, ein besonders negativer Moment, muss man auch sagen, als wir in Dortmund im Derby die Meisterschaft verloren haben. Und es hat dann dazu geführt, dass über Stadion von Schalke dann ihr werdet nie deutscher Meister im Flugzeug geflogen ist und mit dem Banner. Und das waren besondere Momente, als wir da waren. Meine Mutter, mein Vater und ich saßen damals auf der Ehrentribüne. Und dann habe ich Szenen erlebt, oder haben wir Szenen erlebt, da wurden wir dann bespuckt und da wurden dann Beschimpfungen gegen uns, ihr werdet nie deutscher Meister und richtige Schimpfwörter dann letztendlich uns gegenüber geworfen. Aber da haben wir gesagt, wir sind nach Hause gefahren und im Bulli meinte ich zu Papa, Mensch, ich bin so häufig in der Kurve und was meinst du denn, wenn wir jetzt sagen, dass wir nie wieder in das Stadion gehen auf die Ehrentribüne, sondern ab sofort bei jedem Derby in die Kurve gehen? Und das haben wir dann gemeinsam ausgemacht und wir sind dann von fortan tatsächlich bei jedem Auswärtsspiel im Derby dann in die Kurve gegangen. Wir haben auf einer Mitgliederversammlung zur Aussprache, kam irgendein Redner, haben wir 3 Minuten und dann hat er sich ganz bitterböse beklagt, bei uns, beim Aufsichtsrat und Vorstand, dass man nichts gemacht hat gegen übelste Beschimpfungen der Dortmunder Fans und auch der Dortmunder insgesamt gegen Schalke und. Und dann bin ich ans Mikrofon gegangen, weil ich das gerade mit Max ja kurz vorher erlebt hatte und habe gesagt, mir ist es gegangen und ich sage euch, ich gehe nicht wieder in den Ehrenbereich. Wobei Max, wenn wir ganz ehrlich sind, damit rühren wir nur die Dortmunder wieder auf. Ja. Wir gehen nie wieder. Ich gehe nie wieder in den Ehrenbereich. Ich gehe im Derby, stelle ich mich mit meinem Sohn in die Kurve. Fertig, Ende, Feierabend. Dosenapplaus. Ja, der Alte hat mal wieder das Ding auf den Punkt gebracht. Und das war auch. Ich war seitdem nicht wieder da, zumindest nicht zum Spiel nie wieder in dem Ehrenbereich. So, das heißt, es wurde zur Institution, dass wir gemeinsam nach Dortmund fuhren, sind dann an der Westfalenbrücke ausgestiegen, sind dann die 300-500 Meter zu Fuß gegangen. Wir wurden beschimpft von den Dortmundern, ja klar, Schwarze. Wobei, nochmal, man muss das auch sagen, es gehört dazu, das ist jetzt nicht, sind ja aus Zucker, ne Max? Absolut nicht. Das heißt also, ja, natürlich wurden wir beschimpft und die Schalker, die schenken auch keinem was, das ist gar keine Frage. So, auf jeden Fall kamen wir dann an und dann immer ging es los, immer dieselbe Geschichte. Ah, Clemens Tönnies, bum bum, ja. Ja, dann wurden wir empfangen. Und hör mal, hast du eine Pulle Bier? Und komm hier! Nee, der eine oder andere schon eine leicht angenuckelte Flasche. Nee, ja komm, ich hole dir eine neue und wie auch immer, wolltest du Würstchen? Also mit Herzlichkeit empfangen. Sind ja, die Stehkurve hat eine besondere Kultur. Die Stehplätze, klasse, super klasse. So, und wir haben uns da wohl gefühlt und dieses Spiel, wir kriegen 4 Tore zur Halbzeit. Alle Dortmunder waren sich siegesicher, heute haben wir sie, kriegt er noch 2. Das hat mir einer dann, als ich runterging, gesagt, hör mal, heute gibt's noch 2. Und dann kamen die Jungs raus. War sogar so, dass wir vorher mit der Mannschaft unten an der Kabine waren und dann ein Spieler, guter Freund von mir, Fabian Reese, ich glaube, er war verletzt oder wurde nicht aufgestellt und war dann nicht mehr im Kader und hatte sich dann von Nastasic die Klamotten ausgeliehen, damit er eben nicht als Spieler dort besonders erkannt wird in der Kurve. Und noch mitgenommen.
voller Vorfreude. Ist auch in diesem besagten Video zu sehen, wie wir da oben in der Kurve dann beim 4-4 feiern. Ja, und dann ist natürlich ein Film abgespielt. Also das, was wir dann erlebt haben, für jeden Schalke-Fan. Ich kenne da auch so ein paar Geschichten dann, wo Schützenfreunde von mir dann mit Dortmund-Fans geguckt haben. Und er, Marius, ist halt großer Schalke-Fan. Und ja, nach dem 4-4 war es tatsächlich dann ja auch so. Deswegen schreie ich da auch, wir haben noch 3 Minuten oder 5 Minuten. Komm mal eins. Wir waren ja so im Fluss. Also ich hätte es nicht ausgeschlossen, dass wir jetzt noch das 5-4 schießen. Und das war ein Spiel, eine Freude. Ja, wir sind ja total ausgeflippt. Total ausgeflippt. Total. Und ich dann, spielt Ende, Schlusspfiff. Ich bin runter, ich weiß nicht, über wie viele Köpfe ich gestiegen bin, rum. Und ich wollte doch zur Mannschaft. Ich wollte jeden drücken, ich wollte jeden und da gibt's diese unglaubliche Szene. Hüb hat es ja an den Knie. Er konnte nicht, ich claim es, ich kann nicht laufen. Ich sag, du kommst jetzt sofort mit raus. Die wollen dich sehen, ja. Und die wollen den Trainer sehen. Und dann ging er hin. Und ich bin stehen geblieben. Und vorher habe ich ihn in den Arm genommen und habe ihm einen dicken Kuss gegeben. Und das war dann in der Sportschau, Sportreportage. Und dann hat er hinterher, was war denn das Schönste oder was war das Bemerkenswerteste an diesem Spieltag? Ja, der Kuss von Claimers, ne? Ja, da schließt sich der Kreis natürlich auch schön. Ne? Also das war dann, nachdem Dortmund uns damals die Meisterschaft dann versaut hat, haben wir es denen dann halt entsprechend versaut. Und das war einfach unfassbar. Ja, es gehört aber. Unfassbar. Nochmal, es gibt ja diesen Hass. Mit dem Hass zwischen Dortmund und Schalke kann ich nichts anfangen. Es gibt ja welche, die sind total verblendet. Die Rivalität macht Spaß, das ist alles gut. Ja, es darf nicht so sein, das ist auch so immer mein Appell, es muss dann auch, Gewalt darf da keine Rolle spielen. Und das ist auch etwas, wo sich jetzt wirklich auch die jetzt Verantwortlichen vor diese Mannschaft stellen müssen. Ich bin 3-mal rausgegangen, weil die Ultras gebrüllt haben, wir wollen die Mannschaft. Ich bin alleine raus, einmal mit Horst, bin übrigens einmal auch mit Rudi, weil kommst du, ja, ich sag, komm, ich komm mit. Ich bin rausgegangen und habe gesagt, das kommt hier überhaupt nicht in Frage. Kommt überhaupt nicht in Frage. Und ich habe dann einige Szenen in dem Jahr, als ich weg war, nicht verstanden. Also, dass man als Fan, das sage ich auch nochmal ganz deutlich, die eigene Mannschaft ums Stadion jagt. Und ich habe auch an dieser Stelle nicht als Schelte, aber die Reaktion der Verantwortlichen habe ich nicht verstanden. Da muss man Kante zeigen. Da muss man sagen, hör mal zu. Hier keinen Millimeter weiter. Im Übrigen, ein besonderes Erlebnis, auch ein Derby-Spieltag ist der 9. August 1997. An diesem besagten Datum hat Schalke 1-0 gegen Dortmund gewonnen. Und meine Schwester ist an dem Tag auch entsprechend geboren. Und ich werde es nie vergessen, dann an dem Tag, wo Papa im Stadion war und er dann auch entsprechend ausgerufen wurde. Es war etwas anders. Ich war ein bisschen nervös und habe dann immer schon mal gefragt, ich sage, Schatz, was meinst du denn? Ich komme noch drüber, über die Runde. Margit wusste genau, worum es geht. Ich sage, ja, ob ich denn wohl zum Spiel kann? Ja, damals gab es dann die ersten Handys, also mit Antenne raus. 97. Ja, ja, nimm aber dein Nokia mit. Ja, ja, Schatz, mache ich. Also ich wollte ja in Ruhe Fußball gucken, hatte erstmal ausgestellt, ne, tief in der Tasche gesteckt, in meinen Anorak und wir haben das Spiel gesehen. Wir haben wie viel, was haben wir? Wir haben gewonnen. Ich glaube, wir haben 1-0 gewonnen, ja. Also 2-0 gewonnen und dann ging es los. In der 87. Minute, ich hatte ja mein Handy ausgestellt, kam der Stadion, die Durchsage, Stadionsprecher. Herr Clemens Tönnies, bitte so unverzüglich, hier ist ein Anruf aus dem Krankenhaus. Sie werden gefordert, bitte sofort in den Kreissaal. War ja Derby. Hurra, alle klatschten und ich stand auf. Max, ich sag Max, er saß bei mir. Ich sag Max, hör zu, du musst mit den anderen fahren. Und ich bin dann mit Jupp Schnusenberg durchgedonnert mit 200 und Sachen nach Gütersloh ins Krankenhaus. Und kurze Zeit später kam dann unsere Julia. Ja, das war Derby gewonnen und Julia geboren. Das war ein Sensationstag. Statt der Fanclubs von früher dominieren jetzt die Ultras die Fanszene und gewinnen immer mehr Einfluss. Teilweise bestens beraten von umtriebigen Juristen, sehr vernetzt und artikulationsstark über soziale Netzwerke. Die einen verdammen die Ultras, andere versuchen, sich mit ihnen zu verbünden. Was ist der beste Weg? Also die Ultraszene gehört zum Fußball, völlig klar.
Sie sind hier mit Herzblut dabei und es geht schon fast ins Religiöse. Ja? Also der Verein und. Sie sind beharrlich in ihren oder festgefahren in ihren Forderungen immer, sind aber Bestandteil der Fußballszene. Ich finde, man muss vernünftig und auch man muss in einen vernünftigen Dialog mit ihnen eintreten, beziehungsweise den auch pflegen. Aber es gehört immer das Aufzeigen von Grenzen dazu. Ich habe das selbst erlebt. Sie haben mich nicht gemocht. Vielleicht haben sie mich hinterher gehasst. Vielleicht hassen sie mich ja heute. Wobei ich kann diesen Begriff Hass im Sport überhaupt nicht leiden oder der gehört da auch nicht hin. Man hat die Ausrichtung der Professionalität an mir festgemacht. Und das ist der Grundstock zum Erfolg. Da kann ich machen, was ich will. Die Ultras leben sehr in der Tradition. Wie schon gesagt, sie gehören dazu. Aber man muss sagen, hör zu, ihr seid Teil des Ganzen, aber bitte auch nicht mehr. Ihr seid nicht alles. Und das habe ich über Jahre so eigentlich gehandelt und bin für mich da gut mit zurechtgekommen. In der nächsten Folge geht es um die Produktion von vegetarischen und veganen Lebensmitteln. Aktuell leben in Deutschland fast 8 Millionen Vegetarier, was knapp 10% der gesamten Bevölkerung entspricht. Bei der Produktion von Fleischersatznahrungsmitteln herrscht Goldgräberstimmung bei den Herstellern. Hält sich dieser Trend? Und wie geht die Tönnies-Gruppe damit um? Denn bislang liegt der Schwerpunkt beim Unternehmen bei der Verarbeitung von Fleisch. Die nächste Folge erscheint in 14 Tagen. Bis dahin folgen Sie auch der Tönnies-Gruppe bei LinkedIn, Twitter, YouTube und Instagram.